Hallo Freunde des feinen Schmerzes. Heute ist Wanderung angesagt. Eigentlich müsste ich die Zagen tauschen, aber es ist zu kalt. Wir haben jetzt knappe 6 Grad. Deswegen wird das mal gewandert. Schaut euch mal das Ding an. Die Vögel sind pickepacke voll. Hier unten unter dem Rahmen, hier haben sie sich aufgekettelt. Das ist ja Trommelraum. Obwohl ich einen hohen Boden habe, also unten drunter auch nochmal alles voll ist, dick voll. Aber es ist ganz gut, dass die Bienen hier auch nochmal einen Ausweichraum haben. Aber jetzt wird erstmal gewandert.
Und schon gleich haben wir Besuch von einer Wildbiene. Zwei sind aufgestellt. Jetzt folgen die anderen. Und schon haben einige meiner Völker einen neuen Startpunkt. Es ist noch nicht problematisch. Die Kirsche ist gerade mal in dem Zustand, also noch nichts. Da geht noch. Von dem her ist nicht so schlimm. Die Zwetschge, die ist auf der anderen Seite der Straße, die ist schon auf. Aber man muss sagen, also bei diesen Temperaturen gibt es eh keinen Nektar. Da kann eine Blüte auf sein, wie sie will. Sie bietet kein Nektar an. Also die Bienen können da nichts holen. Aber die Bienen finden auch sonst noch genug, wo sie ein bisschen was holen können. Das ist das Einzige, was sie in der Zwetschge holen könnten, wären Pollen. Aber Pollen haben sie genug. Und Futter haben sie auch noch genug. Sobald es wärmer wird, wird hier überall der Zargentausch gemacht und die überschüssigen Futterwaben rausgenommen. Also der größte Teil der überschüssigen Futterwaben. So, Video zu Ende. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns im nächsten Bienenvideo.